Vielleicht hat er Berg, guck mal, sonst kommt ein Lader vor. Ja, das ist Baustellenleben. Das geht immer so. Herzlich willkommen, heute sind wir mit Manni und Hermann unterwegs. Manni hat sich ein großes Projekt vorgenommen. Dieses knapp 300 Quadratmeter Dach soll komplett neu eingedeckt werden. Hermann hilft ihm dabei. Ja, Hermann ist ja mein Vorarbeiter. Ohne ihn hätte ich das ja nicht angefangen. Es soll losgehen mit dem Abriss der alten Dachziegel. Die Ziegel sollen hier auf seinen Treckeranhänger rutschen. Manni arbeitet sich das Dach hoch und Hermann soll die Ziegel auf dem Anhänger annehmen. Hermann hat gleich am Anfang schon Tipps für seinen Chef. Warum nehmen wir noch Aal weg? Will ich nicht. Will ich nicht. Haben wir uns gut ausgedacht. Dass wir so eine Rutsche gebaut haben, dass die gleich so am Anhänger rutschen, weil wir mit Anhänger nicht ganz am Dach ran fahren. Weil das Blumenbeet da noch ist, den Trecker mit dem Wendekreis nicht ganz an die Wand kommt. Wir hätten uns natürlich auch mit 10 Mann hinstellen können, aber dann hätten wir 2 Jahre gebraucht. Oh, sind die schon fast hoch. Die Ehren, guck mal, dann brecken sie ihn weg, Manfred. Wer breckt die weg? Ich muss gleich wieder runterlaufen, nehme ich nämlich so mit. Ist Manni sich bewusst, auf was er sich hier eingelassen hat, aber noch ist er positiv gestimmt. Du suchst schon echt gut, ne? Halb fertig schon. Pause! Manni will sich erstmal einen Weg nach oben bahnen, um dann von oben nach unten leichter abdecken zu können. Natürlich, ich kann sehr gut mit jemandem arbeiten. Ja, das klappt auch immer ganz gut. Das kommt natürlich gut. Wir haben zusammen immer die guten Ideen, wie wir es am einfachsten lösen. Genau. So, wir sind oben angekommen. Von oben angekommen gibt's schon die erste dreckige Überraschung. Ja, das ist das Eulennetz muss ich angucken hier. Das ist ein Licht-Hier-Gewölle. Wahnsinn, ne? Als ich eingezogen bin, habe ich natürlich direkt einen Verschlag ausgebaut gehabt, wo dann die Eulen dann weiter leben können. Seitlich können die Dachpfannen relativ gut einfach heruntergeworfen werden. Hermann will am Giebel schon die Latten einkürzen, allerdings ist er zu faul, die Kreissäge selber zu holen. Deswegen soll Claudia die Säge hochbringen aufs Gerüst. Das findet Manni gar nicht gut. Claudia, könntest du mir einen Gefallen tun? Ich Akku-Kreissäge eben hier im Hochbringen. Nein, das darfst du nicht, das weißt du nicht. Hermann, was soll das, du? Dann wach doch bitte. Warum riechst du heute noch hier auf Gerüst hoch? Das begriff ich noch nicht, wirklich nicht.
Ich finde das nicht in Ordnung, wenn meine Frau da bei dem Dachaufbau mit eingespannt wird. Aber du musst heute noch nicht hochjagen, das muss er noch nicht wesen, nicht? Der hat ja andere Dinge zu tun. Für das leckeres Mittagessen immer für so. Genau, richtig. Nee, das kann ich gar nicht. Du weißt doch, was. Latten abschneiden, da über den Dachüberstand. Selber noch runtergegangen. Er musste ich ja. Grüßlich. Nee, die muss gerne ohne wegen Akku wechseln, und noch. Akku wären das. Und den hast du doch Claudia zweimal lumpen lassen, oder was? Nein, das ja, ist Claudia holen den Akku, aber nun hättest du ja erledigt. Nee, sau holen. Sau. Ja, sau holen und nicht Akku. Er hat nie hell Video betont. Jetzt müssen die alten Dachlatten runter. Hier kann ich jetzt ja schön laufen. Ich habe eine gewaltige Vorarbeit gemacht. Aber Hermann steht wieder nur im Weg rum. Hermann, wie Sie? Hey, ich bin hier mit Sie. Ich bin leider nur. Was er sagt zu dir? Pass auf. Er stellt sich selber mit. Das ist jetzt die meiste Arbeit jetzt, ja? Sauber machen. Und dann fangen wir unten an und holen die Bahn hin, hauen die Latte hier drauf. Und dann haut man da wieder eine Kontrolatte, dass man laufen kann. Und das war's dann schon. In Gedanken ist Manni schon so gut wie fertig, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Hermann interessiert sich nur fürs Radladerfahren und parkt ihn dann auch noch auf Mannis Rasen. Man sitzt ja am liebsten auf irgendwelchen Geräten, sei es Bagger, Trecker, Radlader, was weiß ich auch immer. So mit Hand und Fuß zu arbeiten, das fällt ihm dann schon etwas schwerer. Dann setzt er sich lieber auf den Sitz. Fein, dann haben wir mehr stellt, Herr Thiemann. Wieso? Nee, egal. Hager. Von Fachwerk. Der hat doch ganz schön geplauste. Bist du dreimal über den Rasen vorne. Lass mich alles voll und klein. Er fährt mir in den Rasen immer so viele Spuren rein, weil er immer so viel rumwirkt. Also ein Radlader und Schlepper, der hat den anderen Bereifung wie ein Auto. Und dann habe ich dann immer die Rollen, das Muster da drin. Und das möchte ich dann natürlich nicht so geben. Ja, hart genug, Falcon Junge. Ja, Mann, weiß ich wo. Gut, mit Trecke weg, muss platzen. Quatsch, ich muss doch nicht mit Trecke weg. Warum muss ich denn mit Trecke weg? Seit heute wegkommt, war sonst die Ladung vor. Ja, auf Postkasten, man gehört. Ja, das ist Baustellenleben. Das geht immer so. Der Abriss geht mit mehreren Leuten natürlich schneller voran. Wichtig ist auch, dass keine alten Nägel aus den Balken rausgucken. Manni reißt die alten Dachziegel oben von der Gaube runter. Da, die sind nämlich schmort, übrigens. Ob du mit den Pannen so gehört hast, da geht's so nicht. Da können wir so nicht machen. Da hast du halt schon ein Poder gehört. Warum haben wir denn Isolierung im Dach? Dabei hat er aber stets die volle Übersicht über seine Mitarbeiter. Wirklich, äußerst vorsichtig. Nur arbeite dort auch vorsichtig runter, dann sag ich, hänge wieder. Da, wo du jetzt stehst. Ja. Das Kleinzeug alles. 10 cm Klemmstuhl vor. Und dann ist das natürlich alles ganz schön weggebröselt. Und das ging natürlich gar nicht. Dann hätte ich ja wieder nachisolieren müssen. Und das war ja nicht Sinn der Sache. Ja. Manni reißt kurzerhand auch die Dachfenster mit raus, wenn er schon dabei ist, dann auch richtig. Guck mal, wie soll ich hier denn jetzt laufen? Nee, das ist auch nicht deine Schuld, das ist Hermanns Schuld. Ich bin der Oberbedarf, wie soll ich denn das nehmen?
Aber da hätte hier mal auch aufpassen müssen. Das ist ja das, was ich sage. Wenn ich auf dem Dach bin, kann ich überall sein. Nein. Kann er auch recht, kann er auch nicht. Aber er sollte auch so Broschel immer an rechten Plätzen. Und nicht überall rumlungern. Auf dem Treppler sitzt. Ja, genau. Lader etc. So, genau so ist es. Ja. Ja, genau. Die Arbeit ist anstrengend, aber für Pausen ist Money nicht zu haben. Wir können ja, wenn wir da drüben aufhören, was trinken. Trinken? Was will ich denn noch schon wieder trinken? Da auch nicht. Heute haben wir keine Zeit. Jetzt muss noch das Eulennest ausgemistet werden. Solche Spezialarbeiten erledigt der Chef selbst, damit es gleich richtig gemacht wird. Ich habe dann ausgemistet und eine Stange wieder reingesteckt, weil die irgendjemand rausgerissen hat da oben. Und so geht es nächstes Mal weiter. Einladen und nein, ausrichten, ne? Folie. Nur das, ja. Vergessen, genau. Folie und Konterladen, ne? Warum bist du noch nicht oben und nagelt weiter? Wolltest du mir jetzt verarschen? Folie, Konterladen und gleichzeitig einigermaßen ausrichten. Vorsicht, Finger! Hat Hermann nicht nachgenagelt. Muss ja irgendwo ja da hinten auch da auch ja ankommen, ne? So wollen Manni und Hermann sich Stück für Stück in Eigenleistung über das gesamte Dach vorarbeiten. Das bedeutet, wir sind noch einige Zeit mit den beiden unterwegs. Also abonnieren und bis zum nächsten Mal. Genau, für die dummen Sprüche immer. Dann hast du mir sehr nett. Lass mir so drin, da kriegst du so. Immer ein Feierabend hier. Auf genau. Feuer gab's nix. Weil die trinken auch noch. Da passt ja aber rein, ne?